Hey Leute, herzlich willkommen bei Buff Strong Barefoot. Ich bin Johannes Kröller. Heute geht es um den Buttwink. Ja, viele Leute fragen sich, was ist eigentlich der Buttwink und ist der eigentlich jetzt so schlimm, wie wir alle sagen? Und dann zeige ich euch noch einen Fix, wie ihr hinbekommt, dass ihr den Buttwink loswerdet. Alright, also zunächst einmal, was ist der Buttwink? Ben, geh mal bitte unter die Stange. Okay. An, zack, alright. Wenn ihr in die Hocke geht, dann unten quasi mit dem Rücken einrundet, ja, also ruhig mit den, genau, ja, hier richtig komplett entlordosiert, ja, das heißt, ihr seht hier schon, wie hier die Wirbelkörper wieder rauskommen, ja, Rückenstrecker, hier kommen die Wirbelkörper raus, das heißt, da hat er keine anständige Lordose mehr, kein anständiges Hohlkreuz mehr. Wenn er jetzt mit dem Arsch zuerst hochkommt, noch weiter, weiter mit dem Arsch, weiter mit dem Arsch, weiter mit dem Arsch. Und der Oberkörper sich so weit nach vorne beugt und er sich jetzt quasi erst wieder hochwurmt in die Kniebeuge und gerade kommt. Das ist quasi super Wurm. Das ist der Buttwink. Ja? Kannst du den Buttwink einmal in einer normalen Kniebeugenschnelle demonstrieren, bitte? Ja? Da hat sich unten einfach das Gesäß eingerundet. Nochmal bitte. Gesäß eingerundet und dann kommt zuerst der Arsch hoch und der Oberkörper neigt sich zu weit über. Okay? Leg bitte ab wieder. Das ist erstmal der Buttwink. Ja? Problem an der ganzen Geschichte ist, zum einen, dass sich die Wirbelsäule unten einrundet. Ja? Was kein Problem ist, wenn man ein Air Squat macht. Ja? Wir sind dazu geschaffen, um in die tiefe Kniebeuge zu gehen. Und da ist die Wirbelsäule flexibel genug, um das eben auch auszuhalten. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber wenn ihr das Ganze mit Gewicht macht, verändert sich das ganze Spiel. Ja? In der Regel ist es so, dass wir bis so 90 Grad Winkel ungefähr, bis hierhin kommen wir ohne Probleme mit einem geraden Rücken. Und dann gibt es eben Menschen, die kommen mit geradem Rücken komplett ass to grass runter. Und dann gibt es Menschen, die schaffen das nicht. Zum Beispiel ich. Ja, das heißt, ich könnte zwar so wunderbar cutten und hier ein bisschen chillen, aber so mit dem Gewicht auf dem Rücken ist ziemlich beschissen für den Rücken. Es gibt auch hier Ausnahmen. Ihr kennt sie alle. Ja, irgendwelche Weltelite-Lifter, sonst was, die halt mit so einem Rücken squatten oder Gewichtheben machen. In der Regel haben die Leute schon mit 5 oder 6 angefangen, währenddessen sie in der Aufbauphase und in der Wachstumsphase sind. Das heißt, sie haben von Anfang an diese Bewegung so drin. Das heißt, die ganzen Knochen und passiven Strukturen wie Bänder und Knorpel und Sehnen und Bandscheiben, sowas. Ja? Die haben sich alle komplett auf diese Bewegung abgestimmt und sind quasi in diese Richtung gewachsen und stark geworden, weil sie die ganze Zeit in diese Richtung schon Gewichte bekommen haben. Ja? Wenn ihr aber jetzt irgendwie mit Mitte 20, Anfang 30 anfangt, hey, ich mache jetzt CrossFit und will jetzt ein bisschen Gewicht heben und Kniebeugen machen und dann macht ihr so eine Kniebeuge, dann wird das höchstwahrscheinlich in einer Katastrophe enden. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber in ein paar Jahren. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass ihr immer mit geradem Rücken Kniebeugen macht. Ja? Arbeitet nicht mit einem Spiegel, sondern arbeitet mit einem Spotter oder filmt euch und dann schaut euch an, wie ihr die Kniebeugen macht. Ja? Geht nur so tief runter, wie ihr gerade mit dem Rücken bleiben könnt. Und dann arbeitet an der Mobility, dass ihr tiefer kommt. Ja? Ihr könnt schon tiefer gehen, aber es ist nicht unbedingt notwendig, dass ihr wesentlich tiefer als mit der Hüfte, gerade so auf Kniehöhe bzw. Oberschenkel parallel zum Boden. Tiefer müsst ihr nicht gehen, wenn ihr nicht in der Lage seid, von der Bewegung her das zu machen. Ja? Bei mir ist es so, mit Gewichtheberschuhen komme ich gerade so in diese Bewegung rein, ja, so ungefähr, dass ich halt gerade so tief bin. Ja? Aber ihr müsst es nicht machen. Das heißt, wenn ihr nur ass to grass runtergeht und dann aber unten komplett einrundet, dann ist klar, dass ihr halt so diesen Buttwink habt und das gefährdet euch. So, das heißt, Problem ist eigentlich einmal das Einrunden des Rückens und das zweite ist, warum aber, selbst wenn man einen geraden Rücken hat, ja, sieht man ja ganz oft, dass die Leute trotzdem erst so hochkommen. Ja? Ist ein geiler Dance-Move, ne? Kennt ihr von den Mädels in der Tanze, ne? Schön hier. Ja? Ja, das heißt, dass wir da unserem Nachteil der schwachen Oberschenkelmuskulatur vorderen, uns zum Vorteil machen, dass wir einen stärkeren Arsch haben. Ja, ihr könnt es ja mal ausprobieren, Hip Thrusts mit eurem 1RM in Kniebeugen. Wie viele Hip Thrusts ihr schafft.
garantiere euch, das werden so 10 Stück werden, wahrscheinlich 10 Stück mit eurem One-Arm und Kniebeugen. Und ihr werdet dann diese 10 Stück machen mit noch mindestens einer Sekunde Pause oben. Das heißt, dass das Gesäß die ganze Zeit angespannt ist. Locker. Weil der Gesäßmuskel ist halt das Stärkste, was ihr habt, im Vergleich in eurem Körper. Und wenn ihr eben in der Oberschenkelmuskulatur zu schwach seid, dann passiert nämlich genau das, dass ihr nämlich erstmal, ohne dass hier nennenswert das Gewicht nach oben kommt, streckt ihr erstmal die Oberschenkel, ja, und spannt natürlich hinten das Gesäß weiter auf. Und dann kommt ihr hier aus dem starken Gesäß und kommt hier wieder nach oben. Deswegen ist so ein Buttwing häufig ein Fehler von Leuten, die schwache Oberschenkelvorderseiten haben, ja, schwache Quads haben. Das heißt, zum einen, nicht nur das Einrunden ist ein Buttwing, sondern eben auch, dass ihr mit dem Arsch nach oben kommt. Selbst wenn der Rücken gerade ist und ihr kommt erst mit dem Arsch hoch, liegt das daran, dass die Oberschenkel zu schwach sind, um von hier aus zu arbeiten, dass sie hier schon strecken, 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 strecken und das Gesäß hier mitkommt. Okay? Und wenn wir eine High Bar Squat machen, wollen wir eben nicht so eine Position haben in der Kniebeuge, ja? Sondern wir wollen entsprechend hier bleiben und von hier aus hochkommen. Knie gehen nach hinten, Schultern gehen nach hinten, aber ich will mich hier eben hier mitstrecken. Und das heißt, Ausfallschritte. Bulgarian Split Squats. Arbeitet an Bulgarian Split Squats und an Ausfallschritten, bis euch schwindelig wird. Dann werdet ihr auch besser mit diesem Buttwing. Ja? Weil ihr eben genau in einem Ausfallschritt arbeitet ihr eben genau hier. Ja? Klar, das Gesäß ist auch aufgespannt, aber ihr arbeitet hier komplett in der Strecke. Ihr müsst hier hochdrücken, hochdrücken, hochdrücken. Das heißt, genau da, wo ihr die meiste Kraftübertragung habt, nämlich hier, wo ihr hier die meiste Kraft braucht, um hochzukommen, da arbeitet ihr super in den Ausfallschritten. Geht runter. Und genau in dem Bereich arbeitet ihr super mit dem Ausfallschritt, um hier hochzukommen. Oder ihr macht Bulgarian Split Squats, die gehen genauso wieder auf die Streckung. Das heißt, um den Buttwing loszuwerden, arbeitet in einer Tiefe, die für euren Rücken so ist, dass ihr gerade bleibt. Und zum Zweiten stärkt und kräftigt eure Oberschenkelvorderseiten. Ihr könnt auch Pistols machen, wenn euch die Beweglichkeit zuträglich ist. Macht Pistols, auch eine super Übung, um die Oberschenkelvorderseiten zu kräftigen. Und ja, das war's zum Thema Buttwing, wie ihr ihn kräftigen könnt, beziehungsweise wie ihr ihn loswerden könnt und was es überhaupt ist. Ja? Checkt die anderen Videos, teilt das Video auch wieder. Ja? Alle Leute sollen wissen, was ist eigentlich ein Buttwing. Und ja, abonniert meinen Kanal, haut rein.